Okay, ich muss mal ganz Mut zusammennehmen und mit dem Grab des Königs sprechen. Hallo? Ist da jemand? Nein? Kann ich dich verschieben? Willst du nicht reden? Ich dachte, ich wäre hier richtig. Aber okay, wir haben hier aber auch drei Schalter. Eventuell können wir uns ja zu dritt verwandeln. Habe ich irgendwas übersehen? Doch hier! Ah, stimmt, hier habe ich was übersehen. Denn beim letzten Mal beim Minish Cap haben wir die Fähigkeit bekommen, uns zu verdreifachen. Achso. Oder sogar vervielfachen? Warte mal. Eins? Zwei? Nee, okay, achso. Na gut. Und ja. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich am besten durchkomme. In welcher Reihenfolge ich die alle aktiviere. Wo ich stehen möchte am Ende, besser gesagt. Ich glaube aber, ich möchte das so haben. Kann das sein? Nee. Doch. Okay. Das wird jetzt ein Akt, das herauszufinden. Vielleicht will ich auch mittig stehen, tatsächlich. Will ich mittig stehen? Nee, ich glaube, ich will die beiden hier haben und mich selber dann rechts. Ich glaube, das war sogar richtig teilweise, wie ich das gerade gemacht habe. Ja. Ja. Dort, das war richtig so. Zumindest funktioniert so. Weiß nicht, ob es auch einen anderen Weg gibt. Aber so kommen wir zum Grab. Grab der Königsfamilie. Ist das ein Dungeon? Es war das Grab des Königs von Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wo müssen wir wohin gehen, um König Gustav zu treffen? Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn wirklich treffen möchte. Er hat mit uns gesprochen, also wir sollten ihm zumindest die Chance geben. Warum sind hier Mumien und warum überleben die so lange? Okay, aber der hat zumindest einen Schlüssel bei sich. Manchmal rennen die auf einen zu. Hilfe. Ist das hier ein Dungeon? Nee, ist es nicht. Obwohl die Musik aus einem anderen Zelda-Spiel ist. Und das ein Dungeon-Theme eigentlich mal war. Ja, toll. Müssen die diese Wand mal da rein? Da? Die ist richtig. Die anderen tun mir nur weh. Zwei Schlüssel? Aha, und wo soll ich die herbekommen? Hier? Ich habe das Gefühl, ich muss mich hier vervielfachen. Oh ja. Oh ja. Zwei nach links, einer nach rechts. Okay, dann gehe ich nach rechts. Die anderen können auf der anderen Seite chillen, würde ich sagen. Oh, jetzt muss ich natürlich richtig timen hier, ne? Okay, jetzt. Nein, jetzt... No. Ich hasse das! Und dann lädt das immer so lange auf und dann müssen wir immer so lange warten und ich hasse es. So, mittig, zack. Oh, doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ich glaube, das ist eine Anspielung an das erste Zelda-Spiel. Klick. Das ist dann schon mal weg. Oh Gott, was passiert denn hier? Wie viel brauchen wir hier? Okay, zwei rechts. Nach links. Ja, aber hier passiert doch gar nichts. Außer, dass da so ein Balken hin und her fliegt. Hey! Probleme oder was? Die Antwort lautet ja, er hat Probleme. Offensichtlich. Jetzt schnell, 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 schnell. Und zack! Das war easy. Das ist eine coole Statue hier. Okay! Bist du da? Bist du Gustav König? Ey, was? Ah, bist du hier bei Indiana Jones oder was? Oh Mann. Ich habe das Gefühl, das hier ist eine Falle. Also es wirkt auf mich auf jeden Fall wie eine Falle. Du, ich mach mal alles hier an. Einfach nur gegenlaufen. Plump. Mehr oder weniger zumindest. Aber stopp! Oh, was zum... Wieso... Hat das Feuer mich gerade abgeschossen? Was zum Teufel? Hä? Hallo? Jemand zu Hause?
Oh Gott, ich traue mich nicht. Oh, hier ist ein Triforce abgebildet. Cool. Und mehr von den Muscheln, obwohl ich schon über 999 habe und mich nicht mehr tragen kann. Die Musik ist sehr geil. Hallo? Kind. Kind, dass du versuchst, meine Erbe in Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav, der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja, das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Ich weiß sogar schon, wo das hinkommt. Yay! Na nun, der König von Hyrule hat das aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Die Quelle von Hyrule also. Wo mag sie sein? Aus der Vergangenheit? Wie hat er das denn hinbekommen? Hä, wird das noch erklärt? Ich hoffe es. Warte, war da hinter nicht noch irgendwas an der, dieser Hyrule Triforce-Karte? Diesem Ding? Nein? Keine Ahnung. Dann wohl nicht. Dann euch schnell ab, yeah! Oh Gott. Musik? Okay, da oben, wo die Wasserfälle sind, da sollen wir jetzt wahrscheinlich weitermachen. Ach, Musik wieder, alles entspannt, alles chillig. Wunderbar. Ich glaube, hier direkt lang? War sie hier? Nein, das war nicht hier. Das war eins weiter oben. Nach oben reisen wir. Nicht da rein, da waren wir schon. So. Hier. Ach, komm. Oder hier? Nee, hier war's. Bin mir ziemlich sicher. Yep. Guten Tag, werte Steintafel oder Tor zur Quelle. Hier, ein Königsfragment. Jetzt lass mich durch. Nimmel. Wird so reingeschleudert. Die steinerne Tür. Ach so, die sogenannte Quelle ist hier. Dieser Wasserfall ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule. Gustav sagte, dass dahinter etwas liegt, das zum letzten Element führt. Lass es uns anschauen, Mike. Ja, warum auch nicht? Gott, warum ist es hier so dunkel immer? Wäre es nicht logisch, dass wenn mich hier die Gegner eigentlich berühren, dass sie dann brennen? Weil ich meine, hallo, ich habe literally Feuer vor meiner Nase in meiner Hand. Hä? Bist du denn für einer? Ein brennender Skelettkopf. Ich kann hier nicht angreifen. Oh, warte mal. Ich habe das Gefühl. Ding. Ah. Schaut mal, das ist aber auch offensichtlich, finde ich. Manchmal ist es das nicht. Und manchmal schon. Verdammt, nur Müll. Oh nein. Ist das okay, wenn ich nochmal kurz zurücklatsche? Ja? Gut. Weil ich will nochmal zurücklatschen. Weil wir uns hier noch nicht umgeschaut haben. Wir tragen jetzt Helme. Ja, aber bringt euch nichts. Ich hab hier den Skullcutter. Bam. Auch du bringst mir nichts mehr. Ihr seid alle tot. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Soll ich da weiter hoch? Oder soll ich mich hier umschauen? Eigentlich will ich mich hier umschauen. Das war eine Falle. Oh Gott. Aber er droppt das zumindest. Okay, da nicht ins Wasser springen. Das wäre eine sehr blöde Idee. Ich kann hier hochklettern. Ich hoffe, es kommen jetzt keine Felsen von oben. Okay, schön. Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Träger der heiligen Macht. Yay! Jetzt können wir uns hier hin teleportieren. Das ist immer sehr vorteilhaft und wichtig. Hier könnte ich theoretisch runterfallen, glaube ich. Eventuell. Das ist so wichtig ist. Das wirklich brauche. Das brauche ich auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall sehr wichtig und brauche ich. Oh Gott, das wird genauso wie dieser eine Berg, ne? Oh nein. Da habe ich echt keinen Bock zu jetzt. Den Berg mochte ich wirklich nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sind wir jetzt eigentlich stärker geworden mit unserem neuen Schwert? Müssten wir doch eigentlich, oder? Ich will auch nicht sagen, dass wir dadurch nur die Fähigkeit bekommen haben, uns zu drei zu machen. Da muss noch mehr hinterstecken, da bin ich mir sicher. Das ist eine Falle. Ist es nicht.
cool. Das ist keine Falle. Der ist aber eine Falle. Der wollte sich nur beim ersten sicherstellen. Kriegst du mich damit? Was ist denn hier? Kann ich da hoch? Nee. Okay. Kommt hier später rum was? Also, auf jeden Fall ist ja jetzt nichts. Badam. Hier gibt es auf jeden Fall sehr viel zu erkunden. Oh, da war eine Bombenwand. Ich hab's gerade gesehen. Oh Mann. Ja, dann. Oh. Ich hab schon. Oh, nimm trotzdem mal mit. Ich mach erstmal die Bombenwand, wenn ich schon mal hier bin. Gott, hier gibt's so viele Wege, so viel zu machen. Ich habe noch einen Secret-Weg doch nicht gemacht. Bin nochmal weggegangen von. Eigentlich müsste ich da nochmal hin zurück. Was geht ab, Kumpels? Danke für nichts, weil ich schon 999 von den Dingern habe. Wieso kriegt man so verdammt viel von denen? Muss ich die jetzt unbedingt ausgeben? Ich will die aber nicht ausgeben. Ich würde das eigentlich lieber so als letzte Folge oder so machen. Hm. Da muss ich mir vielleicht nochmal überlegen. Keine Ahnung. Oder ich muss damit leben, dass ich am Ende des Spiels halt nochmal farmen muss für die Muscheln. Weil die kann man ja auch mit Geld kaufen, meine ich. Alter, jetzt stirbt doch! Oh, hier spawnt immer eine Fee. Cool. Das ist natürlich sehr gut. 100 Rubinen, sage ich nicht nein zu. Warte mal. Oh, hier sind zwei Ausgänge. Okay. Hi. Zum. Hä? Hä? Warum? Hä? Was bringt dieser Ausgang hier? Gar nichts. Führt nur die Map schön auf, oder was? Hä? Was zum. Bin ich denn jetzt gelandet? Sela-Quelle stand da. Was ist das denn? Okay, wisst ihr was? Bevor wir hier jetzt lang gehen, weil ich glaube. Was ist ein Geräusch? Irgendwer hat geredet. Ja, bevor wir jetzt lang gehen, gehe ich nochmal zur Secret-Höhle. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Weil hier oben geht es höchstwahrscheinlich weiter im Spiel und bei der Secret-Höhle gibt es vielleicht nur ein Herzteil. Und das Herzteil nehme ich dann lieber nochmal schnell. Wo war denn das? Oh, das führt zu der Kiste. Ja, doch, das führt zu der Kiste da oben. Führt dahin. Es führt dahin. Ja, hier spare ich dann gleich den Umweg. Aber erstmal gehen wir hier lang und gucken uns um. Geister! Geister! Hä? Können wir das überhaupt machen? Wir sind vier Felder, was mich denken lässt, dass wir uns vervierfachen müssen dafür. Somit alle Erze. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Boah, jetzt verschwindet halt! Ey, manchmal gibt es so Leute, die wissen echt nicht, wann Schluss ist. Ja, ja. Okay, doch, wir kommen zumindest hier durch. Keine Ahnung, ob das jetzt klug ist zu machen, aber ich mach's einfach mal, damit ich's gemacht habe und so und ja. Jetzt wollte ich halt rollen, aber das ist die gleiche Taste, womit man das abbricht. Ganz toll, oder? So, bitteschön. Jetzt die Kiste. Okay. Sela-Quelle. Für mich sieht das hier irgendwie aus wie A, ein riesiger Tintenfisch, der fliegen kann, oder B, ein Heißluftballon. Das sind meine Vermutungen. Was ist das? Ein großer Wirbelwind? Hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir denn machen? Sicher? Lass mal reingehen. Über den Wolken. Ich lebe noch? Mike, du! Wagemut hat auch seine Grenzen! Stürzt dich einfach in den Wirbelsturm! Das hätte unser Ende sein können! So etwas! Deine Wackeltigkeit hat sich offenbar doch gelohnt! Wie ist sie am Ende? Die Welt über den Wolken? Hier muss es etwas geben, das zum Element führt! Suchen wir danach! Oh mein Gott, wie bei Skyward Sword!
Hey, wie geht es denn da? Wie geht das denn? Du kannst ja auf Wolken gehen, obwohl du von der Erde bist. Aber was mich noch mehr wundert, ich war mit meiner Schwester auf dem Village-Fest. Und auf dem Rückweg war auf einmal alles voll von Ungeheuern. Normalerweise weht ein günstiger Wind, wenn man mit dem Fragment, das auf dieser Wolkentafel abgebildet ist, Fragmente vereint. Doch wegen der Ungeheuer können wir da keine Fragmente mehr suchen. Und auch nicht dorthin gelangen, wo man Fragmente vereint. Du bist auch stark. Suchst du ein paar Fragmente für uns und vereinigst sie? Möchtest du vereinigen? Ich hab's verstanden. Ding, Cirrus. Ich hoffe, ich habe noch genug, sonst muss ich ganz viel Geld blättern für den Kron. Das ist meine einzige Hoffnung, ganz schnell an ganz vielen Dingern zu kommen. Geldmacherei unten. Holen wir uns, wenn wir auf dem Rückweg sind. Yay! Was sagt die Map? Oh! Hey, wir waren jetzt bisher an jedem einzelnen Ort. Das ist doch was Cooles. Boah, was zum... Okay, hier gibt's noch einiges zu erkunden. Hallo? Möchte ich dir helfen? Ich schätze nicht. Hallo? Was machen wir nur? Nanu, wenn du als Mensch von der Erde auf Wolken gehen kannst, musst du ein guter Mensch sein. Ich habe ein Problem. Ich war mit meiner Schwester auf dem Minischfest und auf dem Rücken wehte plötzlich kein Wind mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Kommt nicht mehr nach Hause? Stratos. Ja, Pizza. Jo. Zumindest kann ich hier mit ein paar Leuten traden. Das ist immer ganz gut. Ach, da waren wir doch. Wo ich dachte, hier gibt's rein gar nichts. Kann man jetzt hinter einem Wasserfall? Scheinbar. Okay. Wundersame Wolke. Ja, brauche ich irgendein Story-Fragment für? Habe ich aber nicht. Okay, das war für später, schätze ich. Was machst du? Teleportierst mich zu einem anderen Wolkenort. Boah, da bin ich nicht. Will ich da runterfallen? Okay, das tut mir nur weh. Ich dachte, ich lande dann irgendwo. Warte mal. Kann ich die Wolken graben? Ich kann in den Wolken graben, Leute. Und da ist es sogar, was wir brauchen. Ja, lol. Nein, ich wollte mich um. Egal. Dann schauen wir uns halt gleich um. Das ist ja echt cool hier. Das ist cool. So. Ding, 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 ding. Bong. Was? Das ist nicht dafür? Das ist für eine andere Wolke? Ha. Mies. Na gut. Akzeptiere ich. Bin ein sehr akzeptabler Mensch. Hey! Seit wann gibt es Wolkenhaie? Gott, Hilfe! Oder Piranhas, Wolken-Piranhas. Oh Mann. Hier geht aber einiger crazy shit ab, du. Ich spring mal runter. Kann ich das hier machen? Ist das hierfür gedacht, das Ding? Ja, okay, das ist dafür. Alright, alright. Was öffnest du mir? Du öffnest mir... Ein Ding weht. Ernsthaft? Mehr hast du nicht? Das Ding weht jetzt? Toll. Wow! Oh, cool! Was soll ich dazu sagen, Mann? Oh, wir können hier fliegen. Wir fliegen über den Wolken! Oh mein Gott! Das ist echt cool. Wow. Wow, wow, wow. Komm ich nicht mehr weg? Huh. Ich komme nicht mehr weg. Ich muss springen. Nee. Oder muss ich die killen? Warte mal. Ich habe mal eine Idee. Wegsaugen. Nein? Okay, das wäre meine Idee gewesen. Dann die killen. Schätze ich. Anderes bleibt mir nicht übrig, glaube ich. Ja, okay, alle Gegner killen. Ein weiteres Fragment. Dabadabam! Alright. Oh, ich bin wirklich sehr interessiert jetzt, wie das hier weitergeht. Wir scheinen schon ziemlich weit im Spiel zu sein. Wir haben auch schon fast alle Items, also macht Sinn. Keine Ahnung, wo lang. Ich geh mal hier lang. Ist hier irgendwas? Ich hab nicht das Gefühl, dass hier was ist. Oder hier? Ne, ich glaube nicht. Nakitu!
Das ist halt wirklich ein Lakese, aber der schießt Blitze. Das ist nicht das, was normalerweise schießen sollte. Ey! Okay, ich glaube, dafür brauchen wir diesen magischen Schild, von dem mal die Rede war. Ich weiß aber nicht, wie man den bekommen soll. Fragen über Fragen. Alle offen bleiben. Wie können wir noch nach unten reisen? Okay. Was ist das hier? Kann ich das hier aufgraben? Ding! Nee. Das kann ich aufgraben. Oh, Müll! Was ist mit diesen blöden Muscheln, Mann? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Zumindest noch nicht. Keine Ahnung, ob ich die später wünschen würde, ich hätte nicht alles eingesammelt. Ich komme da nicht durch. Die wollen unbedingt, dass man diesen magischen Schild hat, von dem mal die Rede war. Mann, das ist echt blöd. Ja. Achso, alle killen. Alle von euch killen. Dann öffnet sich das. Und... ja. Okay. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Fragment? Ah. Okay, zumindest können wir mit diesen Fragmenten auf jeden Fall noch ein bisschen was erreichen. Auch wenn wir schon fast überall waren. Oh, hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Ey, ich habe das Gefühl, ich verschwende gerade meine ganzen Muscheln. Ehrlich. Ich habe wirklich das starke Gefühl bei. Wo soll ich lang? Hier rüber? Ja, oder? Hier ist die Kiste. Oder ein einzelnes noch? Hä? Ciao? Was? Wo bin ich? Was zum Teufel? Ich bin übelst verwirrt. Hä? Okay, warte mal. Aber hier ist noch was. Ah, nochmal. Zum Traden. Was ist das denn für ein Shape? Ah, das war sogar das Richtige. Tornado. Hä, hatte ich nicht zwei goldene? Na gut, Freunde, dann schätze ich, werden wir beim nächsten Mal herausfinden, wie wir hier alle Dinger zum Wehen bringen können. Eieiei. Das kann ja noch was werden. Nächstes Mal graben wir.